Neulich ist so ein sitzpinkelnder Vollidiot zu mir gekommen und hat gesagt, ja, heutzutage ist ja die Milch so teuer. Dann sag ich, wo soll denn die Milch teuer sein? Die Milch ist überhaupt nicht teuer. Ein Liter Milch kostet bei uns 1 Euro und wir Bauern bekommen ohnehin nur einen feuchten Kehricht dafür, ja? Vor 30 Jahren haben wir fast so viel bekommen für die Milch wie heutzutage, ja? Und das Beste war, wie er das sagt, hat er eine Dose Red Bull in der Hand, hält eine Dose Red Bull in der Hand und will mir erzählen, dass die Milch teuer ist. Weißt du, was ein Red Bull kostet? Eine Dose Red Bull kostet bei uns 1,39 Euro. Das ist ein Viertel Liter. Das heißt, der Liter Red Bull kommt auf 5,56 Euro, aber die Milch soll teuer sein, ja? Und dann weißt du nicht mal, was drinnen ist in diesem Gesölf, ja? Bei der Milch weiß ich schon, was drinnen ist. In einem Liter Milch ist drinnen ein Liter Milch. Von der Kuh Limu, die frisst die besten Gräser. Aber was ist denn in dem Red Bull drinnen? Saccharose, Glucose, Kohlensäure, Taurin, Natriumcarbonate, Magnesium. Ja, was soll denn das sein? Alle schütten sich das Zeug in die Kehle. Die jungen Leute mischen sich das noch mit Wodka. Kannst du Wodka auch mit Milch mixen, ist viel besser, ja? Und dieser Chef von Red Bull hat vor 30 Jahren noch Zahnpastatum verkauft und heutzutage macht er mit diesem Sprudelwasser x Milliarden Euro Umsatz. Nein, wenn ich so einen Red Bull sehe, dann kommt mir die Galle hoch. Da bekomme ich einen Granter, oder sage ich dir. So. Wo sind jetzt deine Flügel, du blöde, beschissene Dose? Sauft Milch ist viel cooler. Tschüss.